Die Faszination des Mondes und seiner Energie und wie man diese Mondenergie nutzen kann, um Organe zu heilen. Das erfahrt ihr von Marianne, unserer Partnerin von Smarana Yoga und Heilung. Sie hat auch hier auf YouTube einen Kanal. Ich verlinke das alles unten und natürlich eine Webseite, die verlinke ich auch unten. Da könnt ihr drauf schauen. Ein hochinteressantes Thema für die Organheilung mit der Mondenergie. Marianne ist Spezialistin auf diesem Gebiet und ihr werdet sie jetzt gleich erleben, wie sie darüber berichtet und wie sie überhaupt zu dem Ganzen gekommen ist. Also, dann schauen wir jetzt mal gleich rein in das Interview. Smarana, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir haben heute Marianne als Gast. Herzlich willkommen, liebe Marianne, schön, dass du bei uns bist. Smarana, liebe Mirjana, Smarana, ihr Lieben, schön, dass ich da sein darf. Liebe Marianne, du bist ja jetzt schon über ein Jahr Smarana-Partnerin und vielleicht kannst du erzählen, wie du dazu gekommen bist, Partnerin zu werden. Ich war, bevor ich bei der Partnerschaft dabei war, Yogalehrerin im eigenen Yoga-Studio und hatte zu Beginn des Jahres mich mit Nirjana in der Partnerschaft zusammengetan, um meine Angebote zu erweitern, auch in der Heiltherapie, in den Energieübertragungen. Und es kam zum richtigen Zeitpunkt, da ich jetzt mehr und mehr Heilenergien übertrage, da ich vor Ort keine Yogastunden mehr machen konnte damals. Also das war praktisch so eine Hilfe, weil ja mit der C-Krise das alles so aufgehört hat mit Yoga, mit dem Yoga-Studio und es äußerst schwierig war, das weiterzuführen. Ja, ja, also es war jetzt praktisch für dich eine tolle Gelegenheit, Partnerin zu werden. Mhm. Und ich weiß ja, dass du Bioenergietherapeutin bist und auch verschiedene ganz interessante Ausbildungen gemacht hast und jetzt auch zum Beispiel mit der Mondenergie arbeitest oder mit Energieübertragung. Würdest du uns denn dazu bitte was erzählen? Ja, so arbeite ich täglich mit der Mondenergie in den Tagesenergien. In den Tagesenergien beschreibe ich die verschiedenen Sternzeichen, in denen wir in den jeweiligen meistens 3 Tage dabei sind. Und die jeweiligen Sternzeichen haben immer Verbindungen unseren Organen. In unseren Organen können wir feststellen, wo wir Ungleichgewicht im Körper finden. Das ist meistens mehr fühlbar, haben dann die Verbindung zur energetischen oder mentalen Bereich. Und du heilst praktisch über die Mondenergie an diesen 3 Tagen bestimmte Organe. Ist das richtig so? Genau. Und ja, erzähl. Wir können in der Übertragung, können wir dann zum Beispiel, gibt es Videos dazu, wo die Menschen in die Sternentore reisen können, Videos anhören und ich gleich während dieser Energieübertragung die Energien aus. Also du hast praktisch auf deinem YouTube-Kanal, den verlinke ich euch unten, dass er da auch drauf kommt. Da hast du praktisch immer passende Videos zu der aktuellen Mondenergie, ja, wo dann auch die Organe geheilt werden. Das stelle ich mir ziemlich interessant vor. Genau. Ja, und ja, erzähl weiter. Da dies in der Abfolge täglich, monatlich immer wieder gleich geschieht, erkennt man in verschiedenen Bereichen, wo wir nicht über den Kreuzungspunkt hinauskommen. Und hier kann man dann wieder Heilinformationen ersetzen mit verschiedenen anderen Angeboten. Was wären solche Angebote? Zum Beispiel ein persönliches Angebot, dass man dann schaut, in welchen Organen das Ungleichgewicht herrscht. Und wir können über Astralfeld heilen, wir können über die Verbindung zur Urenergie. Vor allem ganz wichtig ist mir, die Energie in der Lichtsäule anzugleichen, Urenergie und die Erdung, damit die Energie durch den Menschen, durch unsere Körper fließen kann. Mhm.
Sehr interessant. Und also wie gesagt, das alles bietest du in einem Paket an oder wie kann man sich das vorstellen? Die Menschen können sich zu den Energieübertragungen anmelden und erhalten am Abend die Energieübertragung. Man kann täglich dabei sein, den ganzen Monat stets mitarbeiten, dann erhalten die Menschen auch Tagesimpulse und die Beschreibung über Video, Link dazu. Und dann erkennen die Menschen, hier brauche ich Heilung, dort brauche ich Heilung. Dann sprechen sie mit mir über eine persönliche Heilsitzung, was können wir hier tun? Und dann erörtern wir, in welchem Thema wir arbeiten möchten. Und Marianne, ist es jetzt, wenn jemand sagt, ich habe doch nicht einen ganzen Tag Zeit oder wie soll ich das denn machen? Wie ist das zeitlich? Wie gliedert sich das? Muss der Mensch da immer genau da sein und anwesend sein oder nein, nicht? Nein, er muss nicht anwesend sein bei der Energieübertragung. Die Energien werden in dieser stabil erstellten Lichtsäule, wenn er das immer wieder tut, eingebettet. Er kann diese den ganzen Tag abholen. Ich sage, ich gehe in meine Lichtsäule und bade in der Energie. Und dann kann er sie aufnehmen. Also er könnte praktisch jederzeit, wenn es ihm gerade passt, in diese Lichtsäule, die du erstellt hast, gehen und sich dort die Energien holen, die du also da vorbereitet hast. Oder wenn er sagt, ich bitte um die lichten Energien aus meiner Lichtsäule, fließen die Energien zu den Menschen. Einfach wieder die Rückverbindung geistig dazu mache, damit die Energie wieder gut fließen kann. Ja, das ist eine schöne Sache. Und das geht ja dann, egal wo man ist, eigentlich überall auf der ganzen Welt sozusagen. Genau, kann man überall abholen. Und die Mondenergie, das ist ja was, was mich so sehr fasziniert, weil wir ja, der Mond ist ja so sehr mit der Erde verbunden und jeder Mensch auch. Und das ist ja von automatisch so ein Ausgleich immer der Energien. Ja, mit Ebbe und Flut, der Mond und auch bei der weiblichen Energie. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das eine ganz großartige Sache ist, da über den Mond in die Heilung zu kommen. Und mit den Organen, das stelle ich mir auch sehr gut vor, weil ja da bestimmte Organe tatsächlich in die, ja, in das Gleichgewicht wiederkommen, so wie du sagst. Hast du da eine spezielle Heiltechnik entwickelt, die du da anbietest, noch zusätzlich, wenn jetzt jemand, nehmen wir mal an, jemand hat jetzt diese Energieübertragungen gemacht und hat festgestellt, also da ist irgendwo was bei meiner Leber oder so, ich nehme nur mal das Beispiel, und jetzt möchte er da tiefer in die Heilung gehen, dann würde er bei dir was buchen. Wie sieht es dann aus? Es ist ein Angebot. Und zwar Organe heilen. Das heißt, wir erstellen ein Thema. Also ich erstelle ein Thema, ich schaue im Lichtkörper, in welchen Organen es sich befindet. Der Mensch kann es oft auch schon beschreiben. Und dann erstellen wir die Vergangenheit dazu, aus welchen Organen dies noch zusammenhängen kann, mit was es zusammenhängt. Und wie wir in die Heilung kommen können. Und da gibt es dann eine Heilsitzung, wo ich die Rückverbindung mache zur ursprünglichen Quelle. Wir gehen in diese Organe hinein, in den höheren Ebenen von Smarana. Wir reisen in die lichten Ebenen. Und dort geschieht dann die Heilung. Und im Währenden wird ein Video erstellt, das die Person mitbekommt, diese Heilung so mindestens für 4 Wochen immer wieder macht. Das ist ja ganz schön intensiv, stelle ich mir vor, also eine richtig gute Betreuung sozusagen. Ja. Ja. Marianne, magst du auch mal was darüber sagen? Wie bist du eigentlich zur Spiritualität gekommen? Was hat dich dazu gebracht, jetzt so tief in die Heilenergie, in die Heilarbeit einzutauchen? Ich hatte im Leben irgendwie begriffen, dass ich schon, also es geht bei mir damals schon um Organheilung. Marianne, warte mal bitte. Sag jetzt, fang bitte nochmal an, der Ton war gerade weg. Okay. Es geht bei mir überwiegend oder ging damals um Organheilung. Ich war ausgeglichen in meiner Energie.
und ich suchte eine Rückverbindung in den Organen, hatte dann verschiedene spirituelle Ausbildungen gemacht und immer mehr in die Bioenergie hineingekommen, um hier Heilung zu finden. Also es ging praktisch über deinen persönlichen Weg der Heilung, bist du zur Spiritualität gekommen und jetzt praktisch führst du das aus. Also du hast, man könnte sagen, zuerst dich geheilt und jetzt kannst du dadurch andere heilen. Ja. Ja. Das finde ich toll. Das ist also ein Heiler oder ein Mensch, der eben als Heiler wirkt, ist immer gut, wenn er sich zuerst selbst geheilt hat, weil dann so viele Erfahrungen einfließen, die jetzt auch ja dann wichtig sind für die Mitmenschen. Genau. Das ist schön. Ja, liebe Marianne, magst du eigentlich noch irgendwas Besonderes sagen für unsere Zuschauer, was jetzt noch wichtig wäre in der aktuellen Zeit, worauf man achten kann, achten sollte, was jetzt also ja als Unterstützung für uns alle wichtig ist? Also was ich ganz wichtig empfinde, ist das körperliche Wohlbefinden. Sich stets zu versuchen, in der höheren Energie sich zu befinden, sich einfach nicht in die niederen Energien hineinsinken zu lassen. Und man braucht oft Unterstützung dabei. Aber wenn man mal in dieser Ebene ist und dieses kleine Stückchen Begriffe hat, wenn man runterfährt, dann kommt man in der Energieerhöhung immer weiter und weiter. Also der Schlusssatz praktisch von dir, achtet auf eure Gesundheit, achtet auf eure Schwingung und nutzt die Energien, die uns alle zur Verfügung stehen. Ja, das hast du sehr schön gesagt, liebe Marianne. Dann bedanke ich mich bei dir von ganzem Herzen, dass du heute bei uns warst und wünsche auch euch allen alles, alles Liebe für die Zukunft. Gerne. Ich bedanke mich auch bei dir, liebe Nirjana. Ich bedanke mich bei euch allen und freue mich auf jeden Einzelnen, ins neue Leben zu gehen. Alles Smarana. Liebe, Smarana. Danke. Tschüss. Tschüss.